Und da, ja, und da sind wir bei der neuen Folge. Und wie ihr seht, ist es gleich soweit, dass die Dinos schlüpfen. Hoffentlich die Dinos und nicht nur ein Dino. Ja. Das stimmt. Die Dinos. Ich bin keine Ahnung, ob das urheberrechtlich geschützt ist. Oh, warum rief jetzt jemand an? Was soll ich? Sven ruft an, was soll das? Scheiße. Was ruft der jetzt an? Sekunde, ich guck die altes Ei an. Bis gleich. Bin gespannt. Und fertig. Nur eins. Oh. Guck mal, es ist meins. Niedlich. Ja, in dem Alter, richtig Moment, geil nur kurz für, geraten. auch hier, in dem Moment, wo ich ans Telefon rangegangen bin, hat er aufgelegt. Na super. Und natürlich rannte Tali sofort hin und hat erstmal das Baby beansprucht. Tali hat gewonnen, ja? Tali hat gesagt. Ja, hier. 86. Ja, hast du gesagt. Ja, also Tali Hauptsache sofort das Baby sich stecken. Ja. Oberst ist abgelenkt, kann nicht hingehen, erstmal das Baby stecken, ist klar. Schnecken. Von der. Also eh eine furchtbare Farbe, so von dem her. Ich mag die Farbe, das ist die Farbe vom Männchen. Ich weiß, von Ist das nicht die absolut gleiche Farbe von den Ist es ja deswegen, ja. Ich mag die Farbe. Übrigens, du weißt dann ja Anime, ne? Kann sein, dass das andere Fieder haben. Jo. So, jetzt hat Sven mich angerufen, jetzt konnte ich nicht dran. Scheiße. Willst du vielleicht zurückrufen? Ach, ich will auch jetzt kein Geld ausgeben. Ich habe ins deutsche Festnetz umsonst anrufen, aber ja, ist ja jetzt ja. Hallo, ich hatte jetzt nicht in der Aufnahme erst mich angerufen, dann rufe ich auch noch hier zurück. So, was ist denn das? Hallo? Nach der Aufnahme nicht jetzt. Ja, dann bring doch den mal raus, den kleinen Scheißer. Ja, Moment. Ich weiß, ich denke einfach, immer wenn ich diesen kleinen Rex sehe, denke ich einfach früher an Digimon Agumon. Immer wenn ich den kleinen sehe. Nur ist der halt orange-bräunlich, war und nicht halt hier. Ich denke immer an Agumon, wenn ich den sehe. Mit dem Riesenkopf? Ja, deswegen, weil der auch so einen Riesenkopf hatte. Aber ich glaube, das ist aber so eingestellt worden von dem letzten Server mit 0,2% jetzt schon, oder? Keine Ahnung. Oder was? Ja, müssen wir gucken, wie hoch. Wir werden, ja, weil wir müssen auch experimentieren mit, weil wir haben ja, wir hatten ja einen neuen Server, nicht mal unseren alten, und deswegen müssen wir mal gucken mit den ganzen Einstellungen. Weil natürlich wollen wir nicht hier 3 Wochen für ein Dino brauchen, da wir halt einfach nicht ein 20-Leute-Server sind. War ja so klar. Hast du gut gemacht. Aber warte mal, wir machen es anders. Bleib da, bleib da. Jetzt ruft er wieder an, Alter Sven. Ja, ich hab ihn Sekunde. Nicht raus. Hängt fest. Ah, hier ist. Kleiner Krümel. Oh Gott, der braucht erst Zuwendung in 6,5 Stunden. So. Also da muss Oberst dann aber echt nochmal was an dem ganzen Kram drehen. Heute ist doch so das morgen Abend fertig. Aber immerhin hat er schon hier mehr Leben als der andere. So, bin wieder da. Tut mir furchtbar leid.
Komm zurück. Gut, ob ich das jetzt überhaupt richtig aufnehmen hochladen werde, weiß ich gar nicht, weil es natürlich schon blöd, wenn du zweimal mittendrin einfach angerufen wirst. Na gut, das ist scheiße. Also für die Zuschauer zu empfehlen, das war der Sven, mit dem ich ja Warfunder aufnehme, der hat mir gesundes Neues gewünscht. Weil der gerade nicht daheim ist, sondern irgendwo anders. Ja, gut, ist ja auch egal, wo ist denn der Kleine? Der kleine Scheißer, hier ist der kleine Scheißer. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir auch ein neues Männchen rauskriegen und schicken den dann wieder dahin, wo er herkommt. Gott, ich vermisse meine Gigas so. Ich finde es so zum Kotzen, dass ich meine Gigas nicht retten konnte, ey. Der hier hat einen, also der Tech Rex hier hat ein Leben, das kannst du in die Tonne treten. Na, aber der Kleine ist doch gut, der hat doch ein gutes Leben. Ja, deswegen. Nee, das ist auch ein Weibchen. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, also den Großen, den können wir dann bei Zeiten mal entsorgen, aber wir brauchen dann ein neues Männchen. Es wird doch kein Tier entsorgt, hallo. Was? Es wird doch kein Tier entsorgt. Ich vermisse meine Gigas, Mann. Tja. Zähm die ein. Ja, selbst wenn ich einen zähme, der wird niemals so einen guten Stats wie ich hatte. Für die neu dabei sind oder die das noch nicht wissen, wir hatten schon mal einen Server, wo ich auch eine richtig schöne Tech-Basis gebaut habe. Und da hatte ich auch mehrere Gigas und das Geile war halt, dass die teilweise nicht durch den scheiß Nerfs, was die Gigas oft hatten, durchgemacht haben. Also die hatten teilweise 200.000 Leben und alles und hatten einen Schaden, der jenseits von Gut und Böse war. Die haben, glaube ich, der Beste, glaube ich, 4.000 Schaden pro Biss gemacht und ja, so eine geile Gigas halt und die habe ich halt leider alle verloren. Ich habe mit Hilfe von Nitrado zwar ein Backup bekommen, wodurch ich meinen Charakter retten konnte, aber leider die Gigas, die gingen leider verloren, dummerweise. Und ich versuche natürlich wieder gute Gigas hinzubekommen, aber ich glaube, so eine gute, wie ich hatte, werde ich glaube ich nie wieder hinbekommen. Das ist, glaube ich, das ist sehr schade, leider. Naja, ja, auf jeden Fall Giga brauchen. Ach Gott, die Gigas sind ja. Müsste am besten mal aus der aus dem Luft eigentlich tamen. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall steht ein Giga. Ich freue mich, dass da was Gutes rauskam. Auf jeden Fall steht ein Giga auch demnächst auf meiner Wunschliste. Das werde ich mich auch darum kümmern. Oh, was weißt du, warum ich über 640 genommen habe? Warum? Weil das Durchschnittslevel von den Eltern meistens genommen wird. Du hast 670 genommen. Ja, 3 Level drunter ist es gewesen. Ist auch egal. Warum hast du meine Wand wieder abgerissen? Ich habe eigentlich die da über abgerissen, weil ich halt dass der Rex da durchkomme und dann dachte ich, ach, dann können wir auch gleich die andere abrissen. Die habe ich aber wieder hingesetzt. Nee, hast du nicht. Doch. Hier war ein Loch drinne. Ja, das war genau die Wand, die ich da wieder hingesetzt habe. Nein, war es nicht, die war da oben. Hier die Wand, die Wand war hier unten, die Wand hier oben, die habe ich weggemacht, die hier, die war weg. Die untere Wand weggemacht. Ja, aber hier fehlen 2 Wände. Ja, weil ich die andere Wand auch weggenommen habe, weil der da nicht durchkam durch das kleine Loch. Naja. Ich habe die aber wieder gesetzt, weil ich dachte, wir setzen die wieder hin. Ist ja egal, mein Gott. Das Haus wird eh demnächst größer. Außerdem haben wir auch die Steinwände habe ich verbaut, scheiße. Egal. Das Problem an den ganzen Gigas ist, dass die fast alle in einer Mega-Gruppe mit auch vielen Rex rumlaufen. Das ist leider das Problem. Das ist echt problematisch. Ach scheiße, aber nichts anders. Wie sollst du bitte in Giga zähmen, wenn die in einer Gruppe von, weiß ich was, 5 Gigas rumlaufen mit 20 Rexen drumherum? Unmöglich, ja. Ist nicht so leicht. Ja, müssen wir. Geben wir mal noch ein bisschen Fleisch den Rexi. So. Oh, neues Essen ist ins Feuer getan. Aber ich freue mich. Aber du musst trotzdem dann noch mal irgendwie was an der Geschwindigkeit machen.
Aber was für eine Geschwindigkeit. Wie wachsen die Viechelchen? Weil das Ding wird uns erst höchstens morgen Abend wahrscheinlich fertig sein. Na gut, so. Okay, also hinten zum zur Höhle muss ich nicht fliegen, weil da sind so viele Gigas, Rex und Drachen, das habe ich ja schon mal gezeigt im Video. Ohne Gott-Modus kommt man auf keinen Fall durch. Aber ich glaube, hier vorne bei dem korrumpierten Gebiet, wo dieses seltsame Metall irgendwas, was auch immer das steht, aber das sieht ja aus, wie das vor der Turin irgendwie hätte. Ich glaube, hier ist noch nie ein Giga lang gelaufen, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß gerade nicht genau, wo du bist. Na, wenn du von unserer Base rechts gehst, da ist doch dieses, dahinter, wo wir den Rex getamed haben, das ist doch so ein riesiges Metallkonstrukt mit irgendwie nee, da sowas. War noch nie ein Giga. Ja, das, da war doch noch ein Giga, oder? Wenn da ein Giga, wenn du da ein Giga suchst, dann musst du links an der Kuppel vorbei. Ja, da weiß ich, ja, da weiß ich erst da hinten welche kommen. Aber da laufen auch Drachen rum. Ja, es ist es ja. Und da die Gier, ich hab's ja schon gezeigt, da die Gears da mit Rexen in hohen Gruppen rumlaufen. Ach, hier ist dieser Dino, der mit dem Maschinengewehr feuert. Also, was ich mal sagen, weil es sich jetzt anhört. Ja, ja. Alter, die Wüstenregion ist ja also, falls die Leute in die Zukunft das nicht wissen, das ist der, wo ich jetzt hinkomme, das kleine Vieh da unten, ist feuert wie mit dem Maschinengewehr. Boah, boah, boah. Extrem schnell. Da ist ein Albino davon, cool. Aber ich glaube, in der Wüste ist, glaube ich, auch kein Giga. War es nur die normalen Wüsten-Mistviecher? Da ist, glaube ich, kein Giga. Mutiertes Herz, okay. Ganz der Jura-Viecher. Ich finde das so geil, wenn du dich umdrehst, dass du da gegen so einen gigantischen Sandberg halt siehst. Und wenn du halt da durch... Sandberg meine ich. Und wenn du halt da durchfliegst und gleich kommt's, wupp, die Stadt. Finde ich und schon du cool. Du warst im Eisgebiet? Ich war gerade im Wüstengebiet. Ah. Finde ich einfach cool, dieser Anblick. Ja, ein Giga. Ja? Du kannst dir dann gerne den Dicken schon nehmen, aber töte ihn bitte nicht. Okay, töten. Verstanden. Also ein Giga wird hier auf jeden Fall. Ja, nee, schmeißt dich dann die Klippe runter, ne? Ja, das ist ja verständlich. Ich mach dann wieder Friendly Feiern. Auf jeden Fall, ein Giga ist ja schon so nicht einfach zu tamen, weil er immer ja 20 Kilometer wegrennt, wenn du ihn anschießt. Aber vor allem hier wird es echt schwierig werden, dadurch, dass da so viele Rexe da sind. Und die Drachen sind da hinten auch noch, ey, oh Gott, Gott, Gott. Aber ich glaube, woanders sind die hier nicht gespawnt auf dem Map, oder? Obwohl, ich glaube doch, unten links. Ich weiß nicht, nenne ich das Vieh denn jetzt mal, weil meins ist ja auch ein blöder Name. Du hast doch auch einen Namen für dein Vieh. Ja, meins braucht es trotzdem nicht heißen. Hä? Meins braucht es trotzdem nicht heißen. Ach so. Ich hab irgendwie gedacht, dass der Tech-Rex, wenn er rauskommt, aus dem Ei irgendwie ein bisschen süßer aussieht. Aber leider nicht wirklich. Nee, die schauen genauso aus wie ganz normal. Ja, dummerweise. Das ist halt das Problem wegen dem Tech vermutlich, weil der normale Rex sieht ja, wenn er rauskommt, auch süß aus. Das hat ein Mini-Rex. Ja. Also mit diesem Klaus-Ding ist scheiße, dass wir den irgendwie nicht getamed bekommen haben. Ist echt ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber es ist schon lustig, dass es Sven wirklich nochmal direkt angerufen hat. Ja. Habe ich auch am Telefon gesagt. Schön, dass du mir mitten in die Aufnahme anrufst. Ey, was hätten wir aufgenommen? Ja gut, das habe ich ihm nicht gesagt, weil ich dachte, das wäre wichtig gewesen, deswegen... Wie, was hast du nicht gesagt? Was hast du nicht gesagt? Dass wir aufnehmen. Ich habe gesagt, er soll dann mal... Ach, hat er dich angeschrieben, Robert? Nee, ich habe ihn ihn angeschrieben. Ach so. Aber da kam auch nichts. Das wäre doch schön, wenn die Mauer ist oder oben ist, dann wird es auch echt ein schönes Gelände, wo wir auch die Tiere gut unterbringen können und alles. Das wird doch schick werden. Falsch geparkt. Und dann. Ich glaube, das kann ich mal alles mal ausdiskutieren. Das gehört hier nicht rein. Was? Egal. Das gehört hier nicht rein. Also nicht in die Aufnahme. Achso.
Ich muss auch nochmal umstellen, dass die Tiere sich öfter paaren können, weil die können halt jetzt, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe, einen Tag doch was essen. Obwohl, ja. Müssen wir gucken. Und die Mauer muss nochmal neu gesetzt werden, egal. So. Ja, gut. Ja, ja, was für eine Ausrede. Was? Ich kann dir nicht schreiben, aber ich kann telefonieren. Ja, du kannst das jetzt mal. Alter, ich hasse es, ich kann schon wieder nicht. Ich habe mich gerade.